ein Doppel der Zukunft? Fragezeichen. Beide sind meines Wissens noch U14. Daniel Winderer, aber schon bayerischer Jugendmeister 2016. Johannes Hörmann, gelegentlich sogar international unterwegs für den Deutschen Tischtennisbund. Und hier mit 2:1 in diesem Doppel in Führung bei der Bayerischen Meisterschaft am Samstag, 21. Januar 2017, unter den Augen des aktuellen Präsidenten des Bayerischen Tischtennisverbandes, Herrn Grillberger, Grillmeier. Und des Oberschiedsrichters Joachim Zahr. Kommt aus Unterfranken. Wie auch Bastian Herbert, Kitzingen, TV Ettershausen. Ein sehr rühriger Verein, der ja auch jedes Jahr am 3. Oktober, also am Tag der Wiedervereinigung der beiden deutschen Teile, ein großes Turnier, die Kitzinger Stadtmeisterschaft, austrägt. Für die Tischtennisspieler der 3. Oktober ja noch ein ganz anderes wichtiges Datum. Es ist der Geburtstag von Jan-Ove Waldner. Für nicht wenige Tischtennisspieler die Legende, der möglicherweise genialste Tischtennisspieler aller Zeiten. Ist immer ein bisschen schwierig, solche Vergleiche anzustellen, weil jede Zeit hat ihre eigenen Genies. Und das, was Waldner in seiner Glanzzeit gemacht hat, das kann man vielleicht jetzt gar nicht mehr machen. Dazu ist der Sport zu schnell geworden. Man ist zu sehr auf Reflexe angewiesen. Also auf eintrainierte, auf konditionierte Reflexe. Daher Systemtraining, Systemtraining, Systemtraining. In seiner Glanzzeit hat er wohl gelegentlich Zeit, sich, wenn ein Ball auf ihn zugeflogen kam, noch ganz kurz in Sekunden von Bruchteilen etwas einfallen zu lassen, was eben genial war und was nur er gemacht hat. Dadurch, dass mittlerweile die Bälle schneller auf einen zugeflogen kommen als die normale Reaktionszeit, zumindest sehr oft, viele entgehen dem, indem sie weiter weggehen vom Tisch. Dadurch braucht man systematisierte Schlagabläufe, Systemtraining ohne Ende. Aber dadurch geht natürlich ein kleines bisschen dieser Einfallsreichtum des Tischtennissports flöten, für den Waldner das Vorzeigebeispiel war. Kann man heute mit Einschränkungen noch bei modernen Verteidigungsspielern sehen, vom Schlage eines Josi Huck. Der Einzige, der in diesem Jahrtausend als moderner Verteidigungsspieler noch einmal in ein Weltmeisterschaftsendspiel gekommen ist, in Paris, hatte damals das Pech, auf einen Werner Schlager zu treffen, der in der Form seines Lebens war, hintereinander 3, ich glaube sogar 4 Top-Chinesen eliminiert hat. Fast unvorstellbar. Ein Europäer, ein Österreicher, der quasi China aus dem Turnier nimmt und es sich dann natürlich nicht mehr nehmen hat lassen im Endspiel als hervorragender Taktiker, als der ohnehin gilt,
auch noch Yeosuk aus Korea zu bezwingen. Zu 7 steht es hier. Besuch, ja. Auch mit einer ganz neuen Variante des Verteidigungsspiels. Manche nennen das sogar Allround. Bin ich nicht ganz damit einverstanden. Denn Allround war eigentlich mit viel Block, mit viel Kontern, mit viel Topspin, mit Schuss und nur selten Schnittverteidigung hinten. Auch schon dabei, je nach Spielertyp. Schnittverteidigung, aber was die modernen Verteidigungsspieler so gut wie nicht machen, ist blocken und kontern. Sie machen entweder Schnittverteidigung, hauptsächlich auf der Rückhandseite mit einem Zerstörerbelag, und auf der Vorhand ziehen sie möglichst an. Soweit das der Ball erlaubt. Yeosuk war der das vorgemacht hat. Extrem erfolgreich. Aktuell haben wir ja da unseren eigenen Yeosuk in Deutschland, Ruben Filus. Und der wird immer besser und besser und besser. Hat eine unglaublich starke Vorstellung gegeben diese Woche bei den Ungarn Open, den Hungarian Open. So, und damit ist das Spiel beendet. Nebenbei dieser kleine Exkurs in die Geschichte der Verteidigungskunst. Und der Schiri notiert ein 3:1.